Und das ist dann übrigens auch das vorletzte Level für Doom 1, weil die vierte Episode, es war dann wie gesagt eine Erweiterung, und zwar Ultimate Doom. Von daher begeben wir uns noch im Bereich von dem Vanilla Doom 1. Das erste Doom, das es jemals gab. Du-du-dum. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wann Ultimate Doom rauskam. Ob es so viel später rauskam oder ob es relativ zeitnah rauskam. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Müssen wir mal recherchieren. Und die Map, die ist scheiße. What the fuck? Boah, Alter, was ist denn gerade? Ganz ehrlich? Boah, Alter. Hä? Oh, leck mich doch. Mein Leben hat jetzt schon kein Ende. What the fuck? Ach, Mann, wo? Oh, Alter, was ist denn los? Alle weg hier, bitte, danke. Dankeschön. Oh, Alter. Weg mit dir jetzt hier. Ist ja abartig. Du blockierst ja mir in allen Lebenslagen. Komm mal her. Dankeschön. Ja. Und zwar muss man hier immer andauernd durch Lava rennen und das kotzt mich natürlich mal ein bisschen an. Aber gut. Das Level besteht hier, also das Level besteht nämlich daraus, dass man hier ein Labyrinth zusammen puzzeln muss. Hör doch hier noch was. Gegner? Zum? Willst du nicht antworten? Jetzt könnt ihr antworten. So. Gut. Das war's dazu. Jetzt mal gucken, wo es weiter ging. Hier ist noch ein bisschen. Achso, bin voll. So, wir haben die blaue Keycard, wir sind also bei beiden Räumen rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Was war hier? Operation Kakodemon. Oh, der Raum hier, der fuckt ein bisschen ab. Deswegen. So. Weiß nämlich nicht mehr, weiß, wo das war. Glaube hier. Aha. Nein! Bitch, please! Ich war so nah dran. Du. Und komm jetzt. Dankeschön. Gut, das hat jetzt eher wenig gebracht. Ich brauche erstmal die rote Karte und die gibt's hier hinten. So, und das ist übrigens genauso scheiße hier.
Achso, ja, die Brücke habe ich jetzt gerade mit Bedenken geöffnet übrigens. Normalerweise muss man hier durchs Wasser springen und muss dann hier hinten. Ja, das Wasser noch schon. Hier die Leiter rauf. Kriegt aber natürlich hier unten natürlich erstmal schön Schaden. Genauso wie da. Kriegt man auch Schaden. Und deswegen. Hopp. Perfekt. So, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Meines Erachtens nach muss man hier lang. Okay. Da muss ich aber doch nicht. Und ja, man verliert immer wieder Zeit. Deswegen muss man sich schön beeilen. Dankeschön. Ja, das war's. Gut. Wo ging's jetzt hier weiter? Ich geh mal hier lang. Aha, okay. Nee, auch nicht. Scheiße. Hä? Ich bin gerade wie oft. Oder bin ich gerade komplett falsch? Das ist interessant. Ah ne, brauchen wir überall die rote Karte. Ja gut. Aha, okay. So. Jetzt hat man nämlich die rote Karte und kann damit alles andere machen. Zum Beispiel hier reingehen. Und jetzt muss man nämlich die erste Scheiße hier mit der Reihenfolge machen. Das war nämlich genau falsch. Es gibt so viele fucking Dinger. Das klappt da gar nicht. Okay, kommt auch noch nicht rein. Fuck. Oh Leute. Aha. So, jetzt haben wir die gelbe Karte. Komm, ich mach hier nicht rein, oder? Nein. Dankeschön. Also müssen wir nochmal hier rein. Das geht auch nicht, da muss ich rein. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Blöd was? Achso, ja klar. Das Ding ist halt offen.
Aber wir kommen auch nicht weiter. Ach Gott. Und damit ist man es halt damit auch vorschritten. Ja, Bullshit. Hab ich noch was vergessen? Ach man. So. Das meinte ich mit, man muss aufpassen. Jetzt habe ich eine Setträger weniger. Das ist natürlich nicht so schön. Vor allem weiß ich immer noch nicht, wo ich eigentlich hin muss. Einmal. Geht doch. So. Hä? Ach. Ja klar. So. Dankeschön. Und jetzt können wir endlich ins wohlverdiente Ziel gehen. Das ohne Sentrygun. Oh Mann. Zugegeben, der Verlust tut weh. Quick Save over your game. Ja. Na gut, also auf dem nächsten Level ohne Sentrygun. Gut. Na dann, ciao mit V.